So, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu DayZ. Wir sind wieder in Elektro mit dem Major, der unten ist, hier in der Police Station. Und vor dem Haus hier liegt auf jeden Fall ein toter Spieler und hier sind auch noch gerade Schüsse gefallen. Die gleiche Session wie zuletzt. Wir wollten ja eigentlich ein bisschen länger überleben. Da drüben sieht man den toten Spieler. Hier ist auf jeden Fall irgendjemand mit einer AK und der Major hat auch eine AK. Mit einem Schuss also nur. Eine Kugel hat der. Das ist ja richtig krass. Leider, ey. Die AK hat glücklich gefunden, aber kein Magazin dafür. Ja. Oh, ich habe eine Pistole gefunden. Müssen wir mal jetzt gucken, dass irgendwie, dass wir irgendwie Glück haben. Ich laufe hier ganz mit der Axt rum. Da geht die Tür nicht auf hier. So. Also ich hoffe mal, dass wir jetzt... Ich muss sagen, ich habe tatsächlich einen Friendly Spieler getroffen. Und der Major hat auch welche getroffen. Ja, ey. Die, die haben mich mit einem Hockeyschläger umgehauen. Geil. Warst du schon gegenüber im Krankenhaus? Ja. Okay. Wo treffen wir uns? Fire Station. Ich laufe hier halt bis. Ich bin am Brunnen gerade, wo wir getrunken haben vorhin, weißt du? Ich weiß, ja. Das Ding ist, ich laufe hier halt gerade ein bisschen rum. Eigentlich, weißt du, was wir machen können? Wir können mal oben wieder auf den Sniperberg gehen und hoffen, dass da irgendwo ein Spieler liegt. Von einem liegenden Spieler kann man leicht einen Headshot geben. Okay, wo treffen wir uns? Police Station? Dahinter, vor der Police Station? Ja, hinter der Police, hinter der. Okay, okay. Das wäre eine gute Idee. Sniperberg ist auf jeden Fall gut, weil wo wir da vorhin waren, also in der letzten Folge habt ihr ja gesehen, was da los war. Wir haben tatsächlich jemanden umgemäht, aber das Ding ist, die Leichen wurden tatsächlich versteckt, ey. Ja, das größere Problem ist, Dennis, ich muss erstmal hier am Brunnen trinken. Mhm. Ansonsten verdurste ich noch. Ja, ich bin auch an einem Brunnen mit dem... Und die Frage ist jetzt, ob man jetzt riskieren sollte, hier zu trinken, ne? Könnte jetzt mega gefährlich werden. Aber dass man immer die Axt aus der Hand packen muss, wenn man trinkt, ne? Aber wir haben nichts zu verlieren, von daher go. Ich hier mit meinem gelben Raincoat sitze hier, wie sonst keinen anderen Tag. Mal sehen, ob wir beschossen werden. Aber dass die Leute alle so gewaltbereit sind, ne? Schlagen den Major da mit dem... ja, mit dem Hockeyschläger kaputt. Noch. Ich meine, der hatte eine Waffe, ne? Der hätte mich einfach töten können. Ja. Aber er wollte irgendwie, dass ich stillstehe und damit er mir einen reinhauen kann. Warum? Ah. Die haben Angst um ihr Leben. Ja, was soll denn ein Newbie machen, ein Bambi? Nix. Aber wie geil das wäre, wenn jetzt irgendwo ein Spieler so um die Ecke kommt oder der mich gar nicht sieht. Einfach irgendwie einen anderen abaimt, weißt du? Dann kannst du dem eine Kugel in den Kopf jagen und dann hast du Full Equipment. Ja, was ist denn das, Alter? Liegt neben dem Brunnen direkt eine Wasserflasche? Okay. Ja, I feel hungry, ey. Das ist... Brauchst du Essen? Ich hab... Ich hab Reis. Jo, ernsthaft? Ja. Komm mal zu dem Brunnen. Ich bin bei einem anderen Brunnen. Weißt du, wo dieses hohe rote Haus ist? Wo der Bronze mal den... Ja, komm dahin. Okay. I'm still waiting of you, for you, man. My bro. Der war nach wie vor voll. Also bis jetzt, ich sitze hier chillig und mache mir eine Flasche voll, alles gut. Wir haben im Nachhinein wieder bemerkt, wie dumm das von uns war, einfach mal da hochzugehen. Echt so, weil wir hätten einfach mal gegenüberstehen sollen und spotten sollen. Ja. Und gucken, ob oben auf dem Berg Bewegung ist. Ganz schön verfolgen einfach. Ja, normalerweise macht man das auch so. Aber wenn man dann halt labert, vergisst man das, weißt du? Mit der Hoffnung, jetzt passiert sowieso nichts. Ja, aber was ich hier gerade mal ist mega dumm. Da komm ich ja mit der Erwartung, dass nichts passiert. Mhm. Komm mit, dann gehen wir mal in das rote Haus, dann gebe ich dir die Sachen. Let the gun speak. Let the gun speaks. Guck mal hier. Rice. Bleib, hau rein. Pass auf. Hast du? Soll ich alles reinhauen? Ja, ess ruhig auf. Ich habe hier noch Peaches. Wie du aussiehst, Mann. Weil die nette Dame. Ist scharf, oder was? Als ob dir das nicht gefällt, Major. Ihr beide. So in diese Survival-Welt. Ah, du, komm. Ein robuster Mann und ich eine zierliche Frau mit einem dicken Waffe hinten am Rücken. Ah. Ich würde einfach nicht. So, komm jetzt, ey. Komm mal her, du. Okay, dann gehen wir mal auf den Schnibbelsberg, oder? Ja, oder?
Oder das Geile wäre halt, wenn ein Spieler vor mir ist und irgendwie kann man die Beine brechen, ja. Boah. Und dann liegt er erstmal, dann kannst du so lange einen nochmal chambern und oder mit einer Axt auf seinen Kopf schlagen. Ja, oder so. Scheiße, ich werde auch schon so ein böser Mensch in der Sie. Ja, muss man leider. Mensch, sieht aus wie so ein Undercover-Cop aus Battlefield Hardline, ey. Krass, ey. Du hast echt nur eine Kugel. Also, ich habe 18 Schuss zwar, aber ich kann halt nur eine laden, weil ich keine Magazin habe. Ja, kein Magazin habe, meine ich. Okay, Alter, wenn du damit wirklich jemanden killst heute, ne? Dann bist du ein echter DayZ-Master. Nee. Also sicher. Da läuft ein Spieler. Oh. Er steht still. Nein. Hä? Da läuft er. Guck mal, lass ihn folgen. Aber nicht, dass er uns sieht. Oh, der hat einen Rucksack. Boah, die Sonne, ne? Das ist. Die Verfolgung. Okay, Major, das ist jetzt dein Moment. Will noch irgendwo einen Blick? Ah, der nee, ist du? Vor, ich hab ihn gesehen. Der ist vor dem grünen Haus. Ja, ich sehe ihn. Hm? Ja, die kommen hier hin. Zwei. Die kommen hier hin, wir sind tot. Hey man, don't shoot, we're friendly. Oh, die werden uns sowas von umbringen. We're new spawn. Hello. Hello guys. Hello. Don't shoot, please. Boah, sind die eiskalt, Alter. Die haben mir nicht gegeben. Hab ich gesehen. Aber mich treffen sie nicht. Alter, schlechteste Schützen ever. Alter! Oh Mann, wie dann. Ah Mann, ey, der hat uns doch gesehen vom Weiten. Fuck. Das sind die schlechtesten Schützen ever. Ja, wenn man läuft, ist es schwer zu treffen. Die verfolgen mich, Alter. Kannst ja mal die fragen, warum die schießen, ey. Den zweiten habe ich gar nicht gesehen. Wenn du stehen bleibst, wirst du nicht sterben, sagt er. Ja, ja. Alright, guys. Und tot. Don't shoot. Stop moving. Hands up. Ja, okay, hands up. Okay. Hands up. Okay. I don't trust you. Ah. Hands up. What are you doing? Hands up. Okay. Yeah. Oh, ich bin wieder in Elektro. Ganz ehrlich, ne? Ihr seid wirklich die größten Motherfucker auf diesem Planeten, ne? Hands up. Sorry, brother, nothing personal. You had guns, can't take the risk. Ich wollte gerade meine Hände hoch. Och Mann, ey. Wie nimmt man die Hände überhaupt hoch? F2. Ich hab F3 gedrückt. Weißt du, sagt er, nimm die Hände hoch, dann wirst du nicht sterben. Ich setz mich hin so, stelle sich vor mir, richte die Waffe, während ich die Animation schon mache. Ja, guck mal, ich mein, wir hatten zwar vor, die zu töten. Also wir haben ja jetzt gedacht, wenn er eine stillsteht, dann töten wir den. Ey, ganz ehrlich, Bitch. Aber das Problem ist, warum müssen die dann einen Bambi töten? Ich hab das so. Da steht er so vor dir, Alter, und schießt dir so knallert in den Kopf, ne? Ich glaube, die haben schon. Ich glaube, die haben auch die Erwartung, dass halt die. Ich glaube, die trauen den Bambis auch nicht mehr. Nee. Weil die Bambis immer sofort losboxen und so. Ja, aber man hätte doch. Guck mal, warum ist man als überlegener Spieler nicht mehr so einfallsreich? Warum macht man sich nicht die Mühe. Wo bist denn du gespawnt? Ah, Elektro, ne? Nee, doch nicht. Ich habe nur den Berg gesehen und dachte Elektro, aber das war halt, weil die Welt noch am Nachladen war. Ja, ich bin am Arsch der Welt. In Solni. Ja, ich auch, Alter. Ja, das Ding war. Ich bin beim Schiff. Ich glaube halt, vor allem, wenn du in Elektro bist in der PvP-Zone, trauen die dir gar nicht, weil du irgendwie Scout sein kannst oder. Ich verstehe das schon einerseits. Ja, aber was ich halt doof finde, warum ist man nicht mal so kreativ? Warum nimmt man nicht jemanden fest? Warum entführt man nicht jemanden? Warum. Weißt du, was ich meine? Warum immer nur. Ah. Ja, der Typ, Alter, der kam, weißt du. Ja, ich stand ja direkt neben dir. Und dann hat er die Waffe hochgemacht und bam, war es halt. Ja, ich hab das ja gesehen. Der hat Stand-up gesagt und dann. Tot. Das Ding ist, ich habe den zweiten Spieler gar nicht gesehen, ne? Doch, ja. Achso, beim Anfang. Ja, da habe ich ihn auch nicht gesehen. Aber beim zweiten Mal, also wo wir dann. Die haben mich am Anfang gar nicht gesehen. Weißt du? Die waren auf dich fokussiert. Ja. Yeah. Oh, hello. Hier ist jemand. Hello. Is there anyone? Hi. Hey, man. What's up? Can you kill me? No, man. I'm friendly. Yeah, I know it, but please kill me. Okay. Thanks. No problem. Ich soll den töten. Ist er jetzt tot? Okay, er ist tot. Ich habe jemanden tot geboxt, ey. Was hast du? Ich habe jemanden tot geboxt. Hat der Equipment? Nee. Ah, oh, schade. Der war ein Noobie, der wollte einfach nur sterben. Aber
Ich hätte mich von ihnen umbringen lassen sollen. Oh, warum ist denn hier die Tür zu? Oh, hier ist ein Rucksack drin, toll. Alter, eine SVD. Ja, ja. In welcher kannst du nichts vorwarnen, ne? SVD, kleine, mal vor einem Haus, weißt du. Police Station. Ja, ja, aber das spawnen halt keine. Ey, wie kann ich mich denn am besten jetzt umbringen? Ah, oh, das ist echt kacke, Alter. Aber ganz ehrlich, ich finde diese Folge ganz gut. Weißt du aus welchem Grund? Man kann einfach mal zeigen, wie kaltblütig die Welt von DayZ geworden ist. Weil ich habe vorhin noch, bevor wir aufgenommen haben, hab ich noch zum Major so gemeint, wo weißt du noch früher DayZ, wo das rauskam und so, in den Patches und so, ne? Die Leute, alle waren so, keine Ahnung, waren so, alles ist neu und man weiß nicht, was man erlebt und man hat Zusammenschluss gesucht und so, und jetzt ist echt alles so unberechenbar geworden. Es gibt Teams, die andere Teams jagen oder einzelne Spieler. Boah. Der sie ist echt ein hartes Pflaster geworden, finde ich. Ja, aber es wird mal Zeit, Mann, wieder den alten oder die alten Major und Mafuyis wieder rauszuholen. Ab der nächsten Session, Mann, besorge ich mir mal richtiges Equipment, ja. Und dann wird Boah. Ich hab keinen Bock mehr mit einer Schusswaffe rumzurennen. Wo du hoffen musst, dass der Spieler stillsteht. Ja, aber es ist auch mal eine Challenge gewesen. Eine kleine Herausforderung. Das ist keine Challenge, weil du, das ist, guck mal, du hast ja selber gerade gesehen, wo du weggerannt bist, hat er dich kaum getroffen, ne? Das ist halt so, wenn du in DayZ zickzack rennst, dann kannst du vergessen, ey. Dann musst du halt nur reinsprayen und irgendwie gucken, ob du einen triffst. Krass, ey, ich habe mich gerade irgendwo umgebracht und jetzt reden da so zwei Typen miteinander. Ich höre die reden. Ey, krass. Wo warst du denn? Da bei dem Schiff. Alter, in Berezino oder was? Ja, toll, jetzt bin ich immer noch da. Bin in Beri. Nee, aber es wird mal Zeit, wieder halt ordentliche Sachen zu suchen und dann mal hier in den PvP zu ziehen. Ich meine, es ist auch immer gut, mal ohne Equipment zu starten und dann sich Equipment zu besorgen. Das Problem dabei ist, die anderen Spieler sind echt eiskalt. Die sind halt immer super equipped. Guck mal, der Typ hatte wieder eine AK mit einem Schalldämpfer. Und die haben keine Gnade. Ja, ja. Ich habe ja gesehen, Alter. Boah. Wo bist du denn? Ja, ich bin jetzt gerade gleich in Kamishobu. Mhm. Es wäre ja nice, wenn jetzt, sage ich mal, auch die Spieler, die in Elektro rumlaufen, auch so half-equipped sind, sage ich mal. Aber jeder Spieler, also egal welchen Spieler du triffst, die sind immer top-equipped, eine SVD, AK. Ich habe ja auch offscreen gezockt. Der Typ hatte eine SVD und eine AK, weißt du? Boah. Ich würde mir mal wünschen, aber, dass zum Beispiel so ein bewaffneter Spieler so zum Nubi geht, zum Bambi geht und sagt so, ja okay, ich beschütze dich jetzt so, weißt du? Aber man geht lieber zu dem Bambi und gibt den Headshot. Ja, das war früher so. Das hatte ich sogar einmal. Auch in Elektro. Ich habe mal einen Spieler gesehen und der war am Bluten, weil die Zombies den angegriffen haben. Und ich wollte ihm eigentlich nur helfen und Salim weg und so geben. Da habe ich noch alleine DayZ gespielt. Und der Typ wollte mir nicht vertrauen, nur weil ich mit einer Waffe angerannt kam, weißt du? Mhm. Dabei, also, die haben schon die Erwartung, dass du ihn direkt killst. Und wir sind mit dem Typen dann bis Balotor oder so gezogen. Und ich hab dem mal zugesehen, wie der sich equippt und so alles, weißt du? War voll der nette Spieler. Und dann haben wir uns getrennt. Aber ich finde das auch mal so geil, dass man dann halt Unterstützung bekommt. Ja, ja, aber das Problem ist, man vertraut den Spielern einfach nicht mehr in DayZ. Ja, das ist einfach ein mega soziales Experiment geworden, finde ich. Ja, ja. Also, schon krass. Guck mal, du spawnst an der Küste, der eine kommt und will dich mit einem Golfschläger kaputt hauen. Ja, aber warum so, weißt du? Also, du bist ja keine Gefahr. Ja. Hm. Warum? Das ist immer die beste Frage. Warum killt man Bambis? Ich meine, okay, dass er mich gerade gekillt hat, kann ich noch etwas nachvollziehen, weil ich hatte erstens eine AK, er kann nicht wissen, dass da keine Muni drin ist. Und zweitens sind aber du warst unterlegen, Alter. Du warst ja, aber wir sind hinter denen hergerannt. Vielleicht haben die gedacht, wir hatten irgendwie Scheiß vor. Ja. Oder wir hätten einfach deren Hilfe gebraucht. Aber, ne. Du hättest mit der AK ja auch irgendwie sprayen können, rein theoretisch. Guck mal, weil der hat ja gesagt zu dir, du sollst aufstehen. Ja. So, und hast ja gemacht, was er gesagt hat. Ja, ich hatte auch keine Waffe in der Hand, also ich hab die dann. Also ist das ja nicht Quatsch. Er hätte ja eigentlich sagen können, so, pack die Waffe weg und geh da, hau ab, so, weißt du, lass die Waffe hier liegen oder so, hätte er alles machen können.
Das wäre halt für mich so, warum nicht einfach so, weißt du, warum sagt man nicht einfach so, ja, pack die Waffe weg, verpiss dich so, weißt du, warum muss man dann sprayen halt auf jemanden mit der Waffe oder warum rennt man jemanden hinterher, der sowieso nichts hat, ich hatte keine Ahnung was für eine Waffe, warum rennt man denjenigen hinterher? Alter, was war das denn, warst du das? Ja, ich habe gerade hier einen Unfall gehabt. Ein Unfall? Ja, mein Mikro ist fast runtergeflogen. Ach so, boah. Was war das? Wie hat sich das bei dir angehört? Als ob hier jemand sitzt mit einem Nachlädt. Herze? Ja, Mann. Ich bin voll erschrocken. YOLO, tot. Ja, ich habe hier nichts zum Sterben, leider. Ich mache nochmal einen Respawn, mal gucken, wo ich jetzt bin. Ja, das Ding ist, haben wir auch letzte Folge angesprochen, halt, die Spieler müssen jetzt, oder die Zuschauer müssen halt jetzt sehen, wie wir rumrennen, ne? Und das meinte ich auch dann vor ein paar Folgen, wo wir dann darüber geredet haben. Dass man. Ja, wir kriegen gerade einfach nichts geschissen, das meinst du halt, ne? Nee, das meine ich gar nicht. Eben genau das meine ich nicht, weil das ist ja bei den anderen genauso. Weißt du, aber es gibt dann Leute, die das dann rausschneiden und ihr müsst jetzt sehen, wie man dann läuft, weil man da halt verkackt hat. Und das gehört auch das gehört auch zu DayZ, dass man mal hier laufen muss. Und normalerweise muss jeder Spieler bei Null anfangen. Boah, Alter, hier ist mega ein Camp aufgebaut. Hier ist ein Zelt mit Lagerfeuer und so. Wo bist du denn? In Kamishobo. Ich bin Elektro. Also unsere Wege kreuzen sich wieder, Major. Ja, nee, ich wollte halt damit sagen, dass normalerweise halt jeder Spieler, halt, wie man DayZ spielen sollte, die sollten bei Null anfangen, dann ins Landesinnere rennen, Survival, jagen. Aber ist halt nicht so, weißt du? Ja, die Leute auf YouTube denken halt immer, man fängt direkt full equipped an, so, weißt du? Und also, dass man diesen ganzen. Ja, vor allem die denken so, es ist ja auch bei vielen amerikanischen DayZ-Let's Playern so, die hauen ja mal 10 oder 12 Minuten raus. Und bei denen ist dann auch Action, also die starten dann equipped und banden das auch equipped. Und die denken so, zwischenzeitlich passiert nie bei. Oh. Die denken? Wahrscheinlich denken viele, dass die sich nie neu equippen müssen, weil die nie sterben oder so, weil das halt nicht gezeigt wird. Ja. Aber müssen sie. Das wird ja geschnitten. Das ist ja das, was wir ja angesprochen haben. Ja, aber es ist nicht schlimm. Also, ich finde Schneiden gar nicht schlimm, aber bei mir ist es ja schon immer so, dass es ja so ein so ein DayZ-Tagebuch, weißt du, man erlebt alles von Anfang bis Ende mit. Ja, also jetzt nicht wieder das Thema ansprechen. Ich meinte halt, nur damit, dass man auch jetzt damit klarkommen muss, dass man halt rennt, auch wenn es zweimal oder dreimal ist, ist halt DayZ, ne? Guckt euch Folge 83 an, Mann. So, wir sehen uns dann wieder bei den. Das war die Folge, wo wir so das alles nochmal erklärt haben. Ach so, ja. Wir sagen jetzt einfach immer wenn das Thema aufkommt, guckt Folge 83. Jo. So, und wir sehen uns dann wieder bei der nächsten DayZ-Episode. Also ihr habt jetzt mal gesehen, wie das auch laufen kann. Ja, knallhart wurde der Major vor meinen eigenen Augen weggeballert und ich konnte nichts machen. Ja, also diese Session, ne, oder halt die Folgen, die wir jetzt gemacht haben, die waren echt der Horror für mich, ne. Erstens, hier bin ich da gestorben mit dir, dann wurde ich von einem Hockeyschläger umgehauen, von einem anderen Typen da. Ja, aber einfach mal, das ist jetzt einfach mal der brutale Schnitt hier in DayZ, wie man sieht, wie die Leute drauf sind. Also wir haben jetzt die Quote, die DayZ-Quote von diesen beiden Episoden sagt, ja, dass die Community einfach fieser drauf ist. Also die Gesamtquote. Ja, es vor gab allem zwei, der Süden. Der Süden ist mega krass, ey. Also es gab, die Küste. Es gab den einen oder anderen netten Spieler, die dann nicht equipped waren oder überhaupt irgendwie nicht die Möglichkeit hatten. Aber sobald die Leute die Möglichkeit haben und das Machtinstrument Waffe benutzen können, dann bist du halt Geschichte, ne? Weil du musst dir vorstellen, du bist halt ein ganz normaler Spieler. Und für die, manche Leute, die verkörpern halt viel mehr in DayZ als die Tatsache, dass es nur ein Spiel ist und legen dann den ganzen Wert dann da rein. Und wenn die da mit einer Waffe vor dir stehen und dich erschießen können, ist das halt für die so ein Machtinstrument, weißt du? Wir machen das immer so, wir reden ja noch mit den Leuten eigentlich immer. Wir versuchen ja immer, außer, keine Ahnung, es gab bestimmt auch schon Situationen, wo wir falsch reagiert haben, aber es gibt sehr viele Situationen, wo wir versucht haben, ein Gespräch aufzubauen. Ich sage nur, let the gun speaks. Ne, diese Folge, die legendäre Folge hier von DayZ. Naja. Ja, ich hab mal Bock, so in nächster Zeit wieder halt, dass wir mal in Squad wieder richtig agieren und dann mega Action machen, indem wir auch was an Gear haben, weißt du?
Das heißt, ja, vielleicht mal wieder so eine Operation Airfield oder so. Oh ja, ey. Wo man wirklich, also die Küste will ich eigentlich vermeiden, weil an der Küste wird jeder gekillt, egal ob Bambi, ob Spieler, da wird nur rumgeschossen. Aber wenn du halt am Airfield oder so bist, wo wir auch zuletzt sehr, sehr oft waren, glaube ich, aber da geht das irgendwie so, ist alles plötzlich. Wenn du da einen Spieler siehst, dann ist das erstmal was Neues, weil das ja im Landesinneren irgendwo ist, mhm, oder im Westen oder so. Und dann reagiert man auch immer so ruhiger und so. Also da entstehen für mich die spannenden Szenen, weil da auch, klar, mehrere Trucks und so rumfahren, weißt du? Ja, das können wir mal wieder machen, deswegen ein Airfield aussuchen und uns irgendwie... Bang in Business. Ja, ja, schlag dir mal vor, ob ihr sowas gerne sehen würdet. Also ich hätte schon wieder gerne mal Bock, so am Airfield ein bisschen rumzulungern. Ja, Sniper-Action, ja, und so, ne? Aber das Problem ist einfach, dass wir beim Airfield, ja, also... Laut der Community ja nicht, aber meines Erachtens schon wieder von einem Hacker erwischt wurden da in der Session mit Curry und Bronze. Deswegen, ja, ist man da immer so ein bisschen... Das war ein Cheater, Alter. Ja, ja. Naja. Ist egal, für andere nicht, für mich halt ein Cheater oder für dich. Ist ja scheißegal. Muss jeder ja selber ermessen. Aber ich meine, die Leute müssen halt auch verstehen, dass wir... ich meine, wie lange hatten wir jetzt Daisy-Pause? Lange. Ja, und wir, guck mal, wir haben keine... Das eigentlich ist es auch dumm. Wir müssen eigentlich die Patchnotes lesen und uns informieren. Ja. Meistens liest man sich nicht diese Patchnotes durch, weil man denkt, diese ganzen neuen Sachen brauche ich gar nicht. Ich denke mir zum Beispiel, ja, die Items, ich kann damit überleben, also mit der Erfahrung überleben, die ich jetzt in den vergangenen Folgen gesammelt habe. Wobei und ich sagen muss, die Patchnotes, da kannst du sowieso keinen Wert drauf geben, weil manche Sachen, die dort stehen, die sind trotzdem gar nicht im Spiel enthalten. Die, ja, haben ja manche Sachen in den Patchnotes geschrieben, die ja gar nicht übernommen wurden mit den Patches. Die Patch-Notes waren ja von den Experimental-Servern übernommen, weißt du? Und in der Stable-Version waren die gar nicht enthalten, die Sachen. Ist auch, ja, immer so. Aber das DayZ-Feeling kommt wieder. Ich spüre es in meinen Adern. Ja,